Eine verlassene Hütte. Das ist nur eine Spinne, da kommt schon. Kommen die alle ran? Oh, schaut so aus. Also. Und die Mädchen sind leer. Diesmal zwei davon. Aber ja, die können ja nichts. Und Schmuck und eine Schriftrolle. Schön, schön. Ja, das Netz. Toll. Geh rüber und geh mal vor, nur für den Fall. Scheint friedvoll. Aber man weiß ja nie. Gucken wir mal kurz in den Nebenraum. Nee. Na gut. Immerhin macht dein Ding. Scheint ein etwas härteres Schloss zu sein. Ah. Dann scheinen wir den Spruch von ihr hier doch mal gebrauchen zu können. Und klopfen. Da drauf. Na also, was ist denn das? Ein Aquamarin. Na gut. Tja, Emon, jetzt musst du ja schon von Magiern helfen lassen. So weit ist sie gekommen. Aber sonst scheint hier nichts zu sein von Interesse. Schon komisch, so ein Haus mitten im Wald, keiner da. Spinnen vor der Haustür. Und Ghule. Ja, na gut. Ich schau mal weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich fast die ganze Karte jetzt aufgedeckt, nur noch den Bereich hier unten nicht. Aber bevor ich das mache, wollte ich noch die restlichen Sachen jetzt verkaufen. Vor allem die ganzen Wurfdolche. Die hoffentlich auch ein bisschen was wert sind, sonst haben wir die umsonst allein gesammelt. Und es sind ja doch ein paar mehr geworden, wie man sehen kann. Ja, aber wir brauchen jedes Gold. Und nur so kommen wir momentan daran. Diesmal versuchen wir nicht, diesen komischen Fleischgolem da oben zu irritieren. Kommt mal alle hier rein. Nein, rein ist nicht da oben. So. Was? Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Geht nun. Eigentlich wollte ich handeln. Ah, okay. Das hatten wir eigentlich alle schon mal. Komischer Kauz. 5 Goldmünzen für einen Stack. Na gut, besser als nichts. 2 Goldmünzen? Moment mal. Er hat gerade 5 bekommen, oder? Ah, jetzt muss ich mich wieder durchklicken. Nee, er bekommt auch nur 2. Muss ich mich wohl eben verguckt haben. Na gut, alles weg. Weg, 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 weg. Genau, der Schmuck und die Zaubersprüche bringen wesentlich mehr. Also sollte ich es eigentlich lassen, den ganzen kleinen Kram aufzusammeln. Dafür halt seltener zum Händler, aber wenn, dann gleich richtig viel Umsatz machen. Aber was bringt es, wenn man alle 5 Minuten zum Händler läuft und nur ein paar hundert Goldmünzen dabei rumkommen? So, der Aquamarin ist 75 Gold. Aber den könnte man noch für irgendwas gebrauchen. Also vielleicht gibt es ja eine Aufgabe dafür.
Obwohl, wir sind einfach in ein Haus eingebrochen und haben Edelstein geklaut. Ja, der kann weg. Die behalten wir auf jeden Fall. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was die Spruchrolle macht. Also ob sie nur auf einen geht oder auf die ganze Gruppe. So, und fast 2000 Goldmünzen. Dafür können wir uns hier aber nichts holen, ne? Hat er neue Heiltränke? Ne, schade. Na gut. So, dann decken wir mal kurz den Bereich hier unten auf. Oh, hallo Bär, noch ein Bär, noch ein Bär. Na gut. Obwohl eigentlich Shahira langsam ein bisschen meckern müsste, dass wir so viele Bären umbringen. Und Wölfe und so ziemlich alles, was uns vor die Schwerter. Oh. Schwerter kommt. Wie kriegst du so schnell so viel Schaden? Du hast nur eine Rüstungsklasse weniger als er. Ah, und das Spiel pausiert nicht, wenn ich Inventar drücke. Heil mal schnell deinen Mann. Girogon heil auch. Khaled ist echt komisch. Er muss irgendwie verflucht sein. Naja. So, jetzt können wir aber zum letzten Bären. Girogon kriegt gar keinen Schaden von so einem ollen Bären. Vielleicht hätten wir doch Khaled rauswerfen und den Waldläufer mitnehmen sollen. Aber dann hätte Jahira ganz schön gemeckert, denke ich mal. So. Kurz noch hier gucken. Und dann müssen wir gleich mal schauen, wo wir als nächstes hingehen. Ob wir jetzt eine von den beiden Städten erforschen oder noch weiter durch die Wildnis stampfen. Ja, Skelette. Na, guck ich mal kurz. Ja, wir könnten hier erstmal die Karte im Westen verlassen, um zu schauen, ob hier noch ein Bereich ist. Und wenn nicht, dann hierhin. Ja. Weil ganz so sicher mit Immolen sind wir ja auch noch nicht, was das Schleichen und Schlösserknacken angeht. Also sollten wir uns Nashkel, Birgost und den freundlichen Arm aufbewahren, bis es soweit ist. Dass er da wirklich blind durchlaufen kann und alles mitnehmen, was sich nied- und nagelfest ist. So, da oben noch. Speichern wir mal kurz ab. LP 23. Und wir wollten die Karte eigentlich im Westen verlassen, nicht wahr? Ja. Aber hier ist irgendwo so ein Gebirge. Und geht anscheinend trotzdem. Na gut, alle Mann dahin. Unterwegs nicht in den Bären treten. Oder an Häuserwänden stecken bleiben. Und. Ja, die überragende künstliche Intelligenz hat es geschafft, eine Wand auszuweichen. So. Oh, wir haben die Tür offen gelassen. Ups. Sieht irgendwie komisch aus. Also Shahira ohne Waffe in der Hand, also richtige Waffe und ohne Helm auf. So, einmal durch das Blumenfeld hier. Also ziemlich schöne Gegend, die der Magier sich hier ausgesucht hat für seinen Turm. Überall diese riesigen Blumenfelder. Okay, die Skelette, Gnolle, Ghule und so weiter stören ein bisschen das Ganze, aber naja, man kann nicht alles haben. Und da ist wirklich ein Gebiet im Westen. Dann schauen wir doch erstmal dahin. Ja, das ist direkt die Küste, also die Schwertküste.
Das heißt, ein bisschen weiter nördlich ist Kerzenburg. Müsste man eigentlich von hier aus sehen können. Wenn es nicht alles 2D wäre und man nicht weiter scrollen könnte. Aber ja. Oh, hallo, blaue Dame. Die keine Dunkelelfe ist. Weil die haben eigentlich weiße Haare. Darf ich euch um eure Hilfe bitten? Ich bin ganz allein in dieser gottverlassenen Trockenland und wer weiß, was sich in den Wäldern noch alles herumtreibt. Ja, natürlich. Jemand bittet uns um Hilfe. Begleitet mich und ich werde dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Wunderbar. Darf ich euch zum Zeichen meiner Zuneigung küssen? Also ich weiß, was passiert, deswegen bin ich jetzt geneigt, nein zu sagen. Ja, genau. Wir zaubern natürlich erstmal ein Gesinnung erkennen, bevor wir auf sie zugehen. Und merken dann, dass sie böse ist. Also sagen wir jetzt einfach mal, es ist nicht meine Art, das zu tun. Ich kenne euch ja kaum. So leid es mir tut, ich muss darauf bestehen. Wir konnten nicht mehr weg. Ja, und das war's. Lass ich mal kurz durchlaufen. Dafür, dass ich vergessen habe, Gesinnung erkennen, wirklich zu zaubern. Ja. So, jetzt aber laden. 40 und 7 Stunden. 40 und 8 Stunden. Also, nochmal das Ganze. Wir wollen dahin. Gehen hier lang, an der Küste. Oh, die waren vorher nicht da. Oh, wir dabei wären, dass wir eigentlich nur Tiere töten die ganze Zeit, aber ja. Genau, die Winterwölfe habe ich auch noch vergessen. Die wir sogar häuten und dann verkaufen. Shahira müsste eigentlich die ganze Zeit nur im Rumschreien sein. Uns geht keine Steine mehr. So. Und sie hat keine Pfeile mehr. Oh, und sie hat fast keine normalen Pfeile mehr. Schieben wir mal ein paar runter. So, weil die teuren wollen wir uns ja auch bewahren. So, also gehen wir weiter die Küste lang. Dumm, die dumm, wir wissen nicht, was passiert. Die Luft ist auch gut hier unten. So, oh, was ist das für jemand? Eine blaue Gestalt. Schauen wir doch mal, ob sie böse gesonnen ist. Oh. Halb Oger. Nein, das ist bestimmt keine Ogerin. Nochmal. Das ist jetzt doof. Aber sie ist böse, das weiß ich. Na gut. Geht nichts dran vorbei. Oh, wir können ja mal Minsk sie ansprechen lassen. Ja, okay. Begleitet mich. Es ist nicht meine Art, das zu tun. Ich kenne euch ja kaum. Sie muss drauf bestehen und tötet Minsk. Kann man nichts machen. So, drauf da. Oh, das ist lieb von der Düne her. Nein, jetzt hört der Spaß aber allmählich auf. Es kann nicht angehen, dass ich dafür sterben muss. Zwar sind es meine Taten, doch war die Absicht nicht die meine. Ich muss tun, was mein Herr mir gebietet. Okay. Bringt meinen Gefallenen zurück und erklärt mir eure Taten. Ansonsten werde ich fortfahren. Normalerweise wäre ich niemals hergekommen, aber der Oger Dross hat mein Schultertuch an sich gerissen. Ein Schultertuch? Er hat absolute Befehlsgewalt über mein Innerstes und ich muss ihm gehorchen. Ich habe meinen Schabernack mit euch getrieben, doch das ist jetzt vorbei. Ich habe nicht den Wunsch, euch weiteren Schaden zuzufügen. Doch wenn er es verlangt, muss ich es tun. Mir bleibt nichts anderes übrig.
Na gut, dann werde ich kämpfen, was das Zeug hält, um euch aus seinen Klauen zu befreien. Trotzdem wäre es ganz nett, wenn Minsk wiederbelebt werden würde. Oh ja, das könnte interessant werden. Ja, tut.